Stahltig. Geschätzte Regierungsrätinnen und Regierungsräte, geschätzte Mitglieder von der Exekutive von der Stadt, geschätzte Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter von der kantonalen und kommunalen Parlament, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen. Bevor die Veranstaltung jetzt dann offiziell durch den Marcel John, dem Kantonsingenieur von St. Gallen, eröffnet wird, möchten wir Ihnen noch ein paar technische Hinweise zu dem Zoom-Webinar geben und Ihnen einen kurzen Überblick über den heutigen Abend verschaffen. Bevor. Ah, excuse. Genau, also. Im Anschluss an Präsentationen wird es eine moderierte Frage- und Antwortenrunde geben. Bitte stellen Sie doch Ihre Fragen auch gern während der Präsentationen schon im Bereich F und A. Den finden Sie unten im Menüband. Sollten Sie irgendein technisches Problem haben, dürfen Sie sehr gerne den Chat benutzen und sich dort melden, damit wir Sie unterstützen können. Wie Sie vielleicht gerade gemerkt haben, tun wir das Webinar aufzeichnen, so dass wir es im Anschluss an die Veranstaltung auch zur Verfügung können stellen. Zusammen mit den Unterlagen werdet ihr nachher auf der Regio Bodensee-Webseite zur Verfügung gestellt. Falls jetzt der Fall eintreten würde und so viele Fragen würde geben, dass wir da zeitlich nicht würden schaffen würden, würden wir die aus der Fragerunde aufnehmen und auch schriftlich beantwortet zur Verfügung stellen. Kommen wir doch noch schnell zum Überblick vom heutigen Abend. Die offizielle Begrüßung wird und die gesamte Betätigung vom Thema wird durch den Marcel John stattfinden. Im Anschluss zeigt Ihnen dann der Herr Stadtrat Markus Buschorno, Direktor Planung von Bau, excuse, Direktor Planung und Bau von der Stadt St. Gallen, so, Ziel vom Verkehrsmanagement auf. Im Anschluss würden wir uns den neuen Film zum Verkehrsmanagement anschauen und dann auch gerade noch tiefer in die Materie eintauchen mit dem Christian Hasler, Leiter vom Tiefbauamt von der Stadt St. Gallen. Er wird uns auch alle technischen Zusammenhänge erklären. Und die geplante Massnahme zeigt uns dann der Pascal Hinder vom Tiefbauamt vom Kanton St. Gallen. Dann kommt der Urban Keller zum Zug vom Tiefbauamt Kanton Appenzell-Ausserrhoden mit dem Fokus auf der Tiefener Straße. Und der Abschluss von der Präsentationsrunde macht dann der Regierungsrat Dölf Biasotto vom Kanton Appenzell-Ausserrhoden mit dem Nutzen vom Verkehrsmanagement. Und wie schon erwähnt, im Anschluss würden wir Fragen aus dem Bereich F und A für die Fragerunde aufnehmen. Gern würde ich also die Steuerung gerade am Marcel John überlassen. Ja, geschätzter Regierungsrat Dölf Biasotto, geschätzter Stadtrat Markus Buschorno, geschätzte Vertreterinnen und Vertreter von der Gemeinden aus Kanton St. Gallen und Kanton Appenzell-Ausserrhoden, geschätzte Mitarbeitende vom Kanton St. Gallen, Kanton Appenzell-Ausserrhoden, Stadt St. Gallen und Agglo St. Gallen Bodensee, geschätzte Damen und Herren, wie Sie unschwer können feststellen, begrüßt Sie heute nicht die Regierungsrätin Susan Hartmann. Sie ist verhindert. Sie ist noch an der Februarsession vom Kantonsrat und sie hat es nicht mehr geschafft, da hinzukommen. Darum bin ich kurzfristig eingesprungen und ich hoffe, Sie können jetzt auch von mir die erwünschten Informationen über und ich bin gerne bereit, Ihnen auch anzubringen. Ich freue mich, Sie in dieser Information zum Verkehrsmanagement in der Agglomeration St. Gallen begrüßen zu dürfen. Es freut mich, dass Sie an dem Thema interessiert sind. Und ich bin gespannt auf die späteren Diskussionen mit Ihnen. Wir haben 2016 schon eine ähnliche Veranstaltung durchgeführt zum Thema Verkehrsmanagement. Und heute möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns mit Ihnen auszutauschen und Ihnen aufzeigen, was in den letzten Jahren alles gemacht worden ist und welche Massnahmen in näherer Zukunft sollten umgesetzt werden. Bevor wir aber dazu kommen, möchte ich Ihnen den grösseren Rahmen einmal aufzeigen. Denn das Verkehrsmanagement ist nur ein Puzzle, aber ein gewichtiges Puzzle in einem größeren Ganzen. Auch wenn viele von uns letztes Jahr und auch jetzt noch Corona-bedingt um einiges weniger unterwegs gewesen sind als vorher, ist ein Alltag ohne Mobilität für uns alle undenkbar.
Beweglichkeit von Menschen und Gütern spielt eine zentrale Rolle für die Attraktivität und Entwicklung von unserem Lebens-, Wohn- und Wirtschaftsraum. Ich habe jetzt ein technisches Problem. Jawohl, danke schön. In Spitzenzeiten bleiben die Autos und dementsprechend auch der strassengebundene öffentliche Verkehr schon heute im Stau stecken. Dazu kommt, dass die Bevölkerung im Kanton St. Gallen in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. In allen St. Galler Wahlkreisen ist sicher bis 2045 mit einem Wachstum der Bevölkerungszahlen zu rechnen. Jetzt müsste man eine Folie nochmal zurück. Entschuldigung, es ist eine zu weit. Jawohl, danke schön. Mehr Bevölkerung bedeutet auch natürlich mehr Mobilitätsnachfrage und dementsprechend auch mehr Verkehr. Bis 2040 erwartet der Bund bei allen Verkehrsträgern dementsprechende Zunahme. Um den zusätzlichen Verkehr können zu bewältigen, braucht es auch künftig eine starke Abstimmung zwischen Siedlung und Verkehr. Eine wichtige Funktion bei dieser Abstimmung übernehmen dabei die Agglomerationsprogramme. In den Agglomerationsprogrammen arbeiten Gemeinden und der Kanton über die politische Grenze hinweg zusammen. Verkehrsmanagement war ein fixer Bestandteil in den Agglomerationsprogrammen der zweiten Generation und somit im Grundsatz eigentlich bereits beschlossen. Welche Aufgaben soll das Verkehrsmanagement jetzt hier in der Situation übernehmen? Ein gezieltes Verkehrsmanagement sollte für das Funktionieren vom gesamten System und zielt darauf ab, dass der ÖV, aber auch der Auto und der Velofahrende schneller und vor allem auch verlässlicher ans Ziel kommt. Die knappe Verkehrsfläche soll dabei effizienter genutzt werden. Auch für Quartiere, die stark mit Lärm und Abgas und Staus belastet sind, soll der Verkehr so verträglicher gestaltet werden. Die Massnahmen sind nicht dazu da, jemanden zu benachteiligen oder zu bevorzugen. Es geht um eine gesamtheitliche Steuerung, damit das Gesamtverkehrssystem in und um St. Gallen bestmöglich funktioniert. Dazu braucht es auch ein gutes Miteinander von Kanton, Stadt und Gemeinde. Verkehrsmanagement allein wird aber die Nachfrage im Verkehr von heute schon und auch sicher in Zukunft nicht können bewältigen. Dafür braucht es eine langfristige bauliche Massnahmen für alle Verkehrsträger. Seit dem letzten Forum hat sich bei den langfristigen Projekten einiges bewegt, sowohl auf der Strasse wie auch auf der Schiene. Seit dem Dezember 2018 verbindet die neue Durchmesserlinie von den Appenzellerbahnen die beiden Teilstrecken St. Gallen-Appenzell und St. Gallen-Trogen. Im März 2019 hat das Bundesamt für Strassen, ASTRA, Kanton St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden und Stadt St. Gallen und die Gemeinde Tüfe beste Varianten für den Zubringer-Güterbahnhof vorgestellt. Für die Engpassbeseitigung mit der dritten Röhre Rosenbergtunnel sowie dem Tunnel Feldli und dem Kreisel vom Zubringer-Güterbahnhof erarbeitet das ASTRA zurzeit die sogenannten generellen Projekte. Der Bund beschließt voraussichtlich bis 2022 respektive 2025 mit dem sogenannten Netzbeschluss darüber. Die weiteren Projektteile vom Zubringer-Güterbahnhof, die Anschlüsse ans städtische Netz und der Tunnel Liebeck, liegen in der Zuständigkeit vom Baudepartement vom Kanton St. Gallen und würden in enger Abstimmung mit dem ASTRA, mit dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden, mit der Stadt St. Gallen und der Gemeinde Tüfen weiter beplant. Der nächste Schritt wird die Erstellung eines Vorprojekts sein und das soll bis 2024 vorliegen. Vorarbeiten der Sanierung der St. Gallen Stadtautobahn laufen bereits und die Hauptarbeiten, die erste Etappe, ist für dieses Jahr geplant. Und auch die Überdeckung Rosenberg schreitet planmäßig voran. Sie sehen, es hat sich in den letzten Jahren einiges zu tun. Und trotzdem wird es noch rund 15 bis 20 Jahre dauern, bis größere übergeordnete Strassenbauten können realisiert werden. Doch schon jetzt ist das Strassennetz im Raum St. Gallen stark belastet. Und genau aus dem Grund ist es
notwendig, dass rasch Intelligenzverkehrsmanagement eingeführt wird. Alle Verkehrsmaßnahmen, Managementmaßnahmen sind das Ergebnis von der Zusammenarbeit vom Kanton St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden sowie der Stadt St. Gallen. In dem Sinn darf ich jetzt das Wort gerne weitergeben an Stadtrat Markus Bouchard. Guten Abend miteinander, geschätzter Regierungsrat, geschätzte Damen und Herren. Ich darf von ein paar allgemeine Ausführungen zum Thema Verkehrsmanagement machen. Das Folienmanagement scheint nicht zu funktionieren. Ich habe die Steuerung jetzt, ist gekommen, wunderbar. Verkehrsmanagement setzt auf zeitnahe Interventionen im Verkehr anstatt auf langfristige Planungen vom Verkehr. Der Marcel John hat vorhin ein paar erwähnt. Also wir kennen ja vor allem, dass man den Verkehr sehr vorausschauend muss planen, wenn es darum geht, wenn man Infrastrukturen bauen will. Und mit dem Verkehrsmanagement haben wir ein Instrument, wo man kann kurzfristig reagieren kann, weil eben der Verkehr nicht nur eine planbare Grösse ist, sondern auch eine steuerbare Grösse. Aus Sicht der Stadt ist Verkehrsmanagement ganz ein wichtiges Instrument, um den Verkehr stadtverträglich zu gestalten. Das bestehende Strassennetz soll für alle Verkehrsträger, und da ist wirklich Betonung für alle Verkehrsträger, optimal bewirtschaftet werden. Das Verkehrsmanagement soll den Verkehrsfluss so beeinflussen, dass möglichst viel Verkehr in möglichst kurzer Zeit kann bewältigt werden. In der stadträtlichen Vision im Handlungsfeld Mobilität heisst das, der Verkehrsraum soll effizient genutzt werden. Die Zeit, die die Verkehrsteilnehmenden benötigen, um von ihrem Ausgangsort an Zielort zu kommen, soll optimiert werden. Mit mir ist der Begriff optimiert ganz wichtig, weil er bringt schön zum Ausdruck. Es geht nicht darum, dass man für einen Verkehrsträger etwas maximiert, sondern eben wirklich die Gesamtabstimmung für alle Verkehrsträger optimieren tun mit dem Verkehrsmanagement. Das Verkehrsmanagement hat auch einen Aspekt, der vielleicht überraschend ist. Es ist vorgesehen, dass man auch Stau in Kauf nehmen tut, in Spitzenzeiten aufgrund von Verkehrsüberlastungen. Der Stau soll aber nicht irgendwo sein, sondern er soll dort stattfinden, wo auch der Stauraum vorhanden ist. Und er soll dort stattfinden, wo allfällige Auswirkungen, nachteilige Auswirkungen von diesen Staus möglichst gering gehalten werden können. Aus Sicht der Stadt heisst das natürlich, dass unvermeidbare Staus sollen möglichst außerhalb von stark bewohnten Gebieten stattfinden. Mit dem Verkehrsmanagement möchten wir den Verkehr zur richtigen Zeit am richtigen Ort zulassen. Also es geht nicht darum, dass der Verkehr nicht mehr in die Stadt hineinkommen soll, aber wie gesagt, eben zur richtigen Zeit, in der richtigen Menge und am richtigen Ort. Und das soll für alle Verkehrsträger gelten. Verkehrsmanagementmaßnahmen können grundsätzlich ohne grosse bauliche Massnahmen umgesetzt werden. Und darum gibt es für das Verkehrsmanagement auch eine sogenannte kurzfristige Strategie. Die Strategie beinhaltet Themen, Punkte, die, denke ich, uns allen bekannt sind. Es geht darum, bestehende Lichtsignalanlagen, Lichtsignalsteuerungen zu koordinieren, zu vernetzen, bei Bedarf aufgrund von Verkehrsmessungen oder von Simulationen, Programmierungen zu erneuern und anpassen, um eben möglichst die grünen Zeiten, die für die einzelnen
Verkehrsträger vorhanden sind, zu optimieren. Wenn es eintreffen würde, dass aufgrund vom Verkehrsmanagement die Folge wäre, dass der öffentliche Verkehr zusätzliche Behinderungen hätte, wäre dann selbstverständlich eine mögliche Reaktion, dass eben die ÖV-Bevorzugung zusätzlich noch ausgebaut werden würde. Auch Pförtneranlagen sind kein Tabu, wenn es um Verkehrsmanagement geht. Es soll geprüft werden, wo gibt es ideale Standorte für Lichtsignalanlagen, wo dann eben zum Beispiel auch das Thema vom Stauraum mit berücksichtigt wird, sodass eben der Zeitpunkt und die Menge kann gesteuert werden vom Verkehr, der in die Stadt hineinkommt. Und dann gibt es noch das Stauraummanagement, mit Detektoren quasi erfassen, wie sind die Rückstaulängen. Und da ist eine Möglichkeit, um die vorhandenen Detektoren weiter auszubauen, noch ein dichteres Netz von diesen Detektoren machen. Abschließend möchte ich festhalten, dass in der Stadt St. Gallen aktuell die technischen Voraussetzungen für das Verkehrsmanagement, und die sind Bedingung, haben natürlich auch sehr gute Möglichkeiten unter dem Titel von der Digitalisierung auf einzelnen Achsen gegeben sind in der Stadt. Für ein flächendeckendes Verkehrsmanagement sind wir aber noch nicht gerüstet. Und dort haben wir sicher noch Potenzial, um eben durch ein ausgebautes Verkehrsmanagement noch mehr Verkehr, noch besser, noch effizienter durch unseren beschränkten Strassenraum zu führen. Ich danke für die Aufmerksamkeit und gebe zurück. Ja, vielen Dank, Herr Stadtrat Markus Buschor. Wir kommen jetzt inzwischen schon zum neuen Verkehrsmanagement-Film, wo wir Ihnen allen möchten zeigen, damit Sie einen Überblick über das ganze Thema bekommen. Ein Alltag ohne Mobilität ist undenkbar. Die Beweglichkeit von Menschen und Gütern ist zentral für unseren Lebens-, Wohn- und Wirtschaftsraum. Während rund 20 Stunden am Tag fließt der Verkehr in der Stadt und Agglomeration St. Gallen meist problemlos. Aber in Spitzenzeiten, am Morgen zwischen 7 und 8 Uhr und am Abend zwischen 17 und 18 Uhr sowie teilweise in den angrenzenden Stunden, bleiben Autos und der ÖV schon heute im Stau stecken. Dazu kommt, dass die Bevölkerung und somit auch der Verkehr über die nächsten Jahre weiterhin zunehmen werden. Damit das bestehende Straßennetz bestmöglich genutzt werden kann und der Stau nicht am falschen Ort entsteht, wird der Verkehr mit Hilfe von Verkehrsmanagement gesteuert. Die Kantone St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden, die Stadt St. Gallen sowie die Regio Appenzell-St. Gallen-Bodensee gehen diese Herausforderung gemeinsam an. Beim Verkehrsmanagement spielen verschiedene Maßnahmen zusammen. Lichtsignal- und Dosierungsanlagen steuern den Verkehr. Bei kurzen Abständen zwischen den Lichtsignalanlagen und hohem Verkehrsaufkommen erfolgt die Steuerung koordiniert. Damit der ÖV den Fahrplan einhalten kann, werden Busse an Ampeln bevorzugt und wo notwendig separate Busspuren geschaffen. Stau wird dort in Kauf genommen, wo genügend Raum vorhanden ist und die negativen Auswirkungen möglichst gering sind. Also möglichst außerhalb der Siedlung. St. Gallen steuert den Verkehr heute schon intelligent. Mit Hilfe von 2500 Detektoren werden die Anzahl Fahrzeuge und deren Wartezeit gemessen. Die Detektoren geben ihre Informationen an die Lichtsignalanlagen weiter. Bei hohem Verkehrsaufkommen werden die Lichtsignalanlagen koordiniert gesteuert.
Die Steuerungszentrale entscheidet, welcher Signalplan zum Einsatz kommt. Ziel der intelligenten Steuerung ist, dass keine Grünsekunde verloren geht. Stau soll, wenn überhaupt, möglichst außerhalb des Zentrums entstehen. Die Konsequenz davon ist, bei größerem Verkehrsaufkommen werden Fahrzeuge in unbewohntem Gebiet dosiert. Sie müssen sich etwas gedulden, bis sie ins Zentrum fahren können. Der Vorteil aber ist, die Fahrzeit wird verlässlicher, denn ist man einmal auf der Hauptstraße, läuft der Verkehr flüssig und man ist zur geplanten Zeit am Ziel. Alle sind sich einig. Wir brauchen Verkehrsmanagement. Die knappe Verkehrsfläche wird effizienter genutzt, die Lebensqualität in den Quartieren verbessert und die Sicherheit erhöht. Dank Verkehrsmanagement läuft's die nächsten Jahre in der Stadt und Agglomeration St. Gallen. Ein Alltag ohne Mobilität. Wir haben jetzt gerade einen Überblick über das Verkehrsmanagement in der Stadt und Agglomeration St. Gallen bekommen, aber tauchen noch tiefer in die Materie ein mit dem Christian Hasler, Bereichsleiter Verkehr vom Tiefbauamt der Stadt St. Gallen. Geschätzte Damen und Herren, ich möchte Ihnen gerne technische Details über Lichtsignalsteuerungen erläutern. Kannst du noch eins drücken, nochmal, Evelyn? Bitte. Ja. Wie schon gesagt, wir steuern schon seit Langem in der Stadt St. Gallen und im Kanton St. Gallen intelligent. Was heisst das? Es gibt dumme Steuerungen, sogenannte dumme Steuerungen, Festzeitsteuerungen, die steuern immer im gleichen Umlauf. Und da wären 24 Stunden, 7 Tage die Woche, unabhängig vom Verkehrsablauf, unabhängig von der Tageszeit. In der Stadt St. Gallen und im Kanton St. Gallen steuert man hingegen auf Abhängigkeit vom Verkehrsaufkommen. Man hat eine Koordination von Gebieten, wo man einen schönen Abfluss macht. Früher haben wir gesagt grüne Wellen, jetzt haben wir eine gewisse Koordination. Wir haben Bevorzugung für öffentlichen Verkehr durch Eingriffe an der Lichtsignalanlage. Wir haben den Langsamverkehr, den wir bevorzugen, durch VVS-Steuerung. Das sind vollverkehrsabhängige Steuerungen, auf die komme ich dann nachher noch. Durch minimal Grünzeiten lange, tun wir für den Fußgänger auch etwas machen. Unser Ziel ist, dass wir der Lichtsignalanlage keine Grünsekunde verlieren, respektive jede Grünsekunde richtig einsetzt, wobei natürlich je nach politischer Gesinnung das richtig so oder so anzuschauen. Aber wichtig, keine Grünsekunde soll verloren gehen. Bei wenig Verkehr wenden wir das sogenannte vollverkehrsabhängige Spurweissteuerung an. Das heisst, jedes Lichtsignalanlage schaut für sich allein, optimieren aufgrund der Verkehrsmengen. Da merken Sie in der Nacht, wenn Sie auf ein Lichtsignal zukommen und die einzige Person sind, die einzige Fahrzeug sind, auf das Lichtsignal gekommen sind, werden Sie erfasst und kommen dann zeitnah grün über. Seht ihr da, jedes Lichtsignal ist hier in der Stadt relativ viel, im Bereich St. Leonhardstrasse, für sich allein, schafft für sich allein, ist effizient für sich allein. Das geht aber nur, wenn es wenig Verkehr hat. Bei viel Verkehr, das ist wie bei den Leuten auch, wo wir zusammen arbeiten, wir müssen miteinander etwas machen. Und da haben wir für das einmal eine gebietsweise Steuerung, koordinierte gebietsweise Steuerung, wo miteinander und in Abhängigkeit voneinander die Lichtsignale miteinander redet und am Schluss gesagt wird, welches Programm wählt man, welches wird umgesetzt. Und natürlich braucht es da einen Chef, der sagt, das ist das Programm, wo man wählen tun, aufgrund der Mengen von Verkehr. Hier nochmal im Detail, wieder die Innenstadt. Man sieht hier das Gebiet da von der Rosenbergstraße und Leonhardstraße bis auf eine Tiefenerstraße ist ein Gebiet. Und da auf St. Leonhardstrasse, Obere Graben, für sich selber wieder ein Gebiet, das in sich selber gesteuert wird.
Was passiert bei Überlast? Sprich, wenn es ganz viel Verkehr ist, dann tut man im ersten Ding mal im ersten Umlauf Zeiten vergrößern. Das heisst, anstatt 90 Sekunden, wo ein Umlauf geht, tut man auf 120 Sekunden Umlauf gehen. Das bedeutet natürlich, dass man länger warten muss. Allerdings, wenn man dann dran kommt, kommt die grosse Menge und da gibt Effizienz. Und darum ist der Gesamtknoten, kann dann leistungsfähiger betrieben werden. Also als Vereinfachung für Sie zur Information, wie gibt es, was für Programme gibt es? Wir haben ein Nachtprogramm, ein Flauterprogramm, ein Schweizerstundenprogramm und ein Überlastprogramm. Ist klar, in der Nacht müssen Sie möglichst flexibel sein. Da ist die Leistung spielt keine Rolle, dafür ist der Komfort wichtig. Entsprechend steuern wir dort mit einer vollverkehrsabhängigen Steuerung. Im Gegensatz dazu, in der Flaute, wo dann schon ein bisschen mehr Verkehr ist in der Nacht, dort, wenn wir je nach Lichtsignal, können wir koordiniert steuern oder weiterhin vollverkehrsabhängig. Dort dann ist die Umlaufzeit von 75 Sekunden die Regel. In der Spitzenstunde ist der Regelfall 90 Sekunden Umlauf. Dort sind koordinierte Gebietsteuerungen, was zu mehr Leistung führt. Und in der Überlast, wie schon gesagt, 120 Sekunden Umlauf, koordinierte Steuerung. Das bedeutet volle Leistungsfähigkeit, aber auf der anderen Seite auch geringe Komfort. Das heisst, entweder Sie können Leistung machen, in der Spitzenstunde brauchen wir das, da geht aber zu Lasten Komfort, oder umgekehrt in der Nacht, mehr auf Komfortschaltung schalten, dafür geht das zu Lasten von der Leistung. Wir wählen das Lichtsignalprogramm aufgrund nicht für die Tageszeiten, das war vor 20 Jahren noch gang und gäbe, sondern das Lichtsignalprogramm selber werden bestimmt aufgrund von der gemessenen Verkehrsmenge. Die wären, damit es nicht einmal das Programm ist und einmal das andere Programm, werden die 6-Minuten-Wert glättet. Also man messt 6 Minuten, tut die glätten und dann kommen die nächsten 6-Minuten-Wert. Und die sind dann maßgebend pro Spur, geben dir den Indiz zum Programmwahl machen. Das Indiz wird dann pro Knoten, das ist ein Wunsch eigentlich von dem Knoten, weitergeleitet an den Zentralrechner. Und der Zentralrechner, der bestimmt dann oder befiehlt das Programm und berücksichtigt dabei alle Knotenwünsche. Jetzt habe ich da Ihnen auch ein Beispiel. Wir haben jetzt so ein Beispiel von einem koordinierten Gebiet mit 4 Knoten. Da hat aktuell das Spitzenprogramm aufgrund von der aktuellen Verkehrsmenge könnte Wunsch, aber jetzt vom Knoten 1, dass er gerne ein Überlastprogramm hat und der Knoten 2 und 3 sagt, Spitze langen mir noch. Der Verkehrsrechner schaut dann erstens mal, was für Wünsche kommen und wie stark werden die gewichtet. Das heisst, man schaut, welches ist der Chef von dem Knoten, welches sind die wichtigen Knoten und welchen Wunsch muss man mehr gewichten als etwas anderes. Und aufgrund von dem sagt er dann, okay, jetzt in dem Fall die Überlast, wo der Knoten 1 hat, wo die grösste Gewichtung hat, dem geben wir nach und schalten auf Überlast. Wir haben auch Spezialprogramme im Einsatz, je nach Spitzenstunde, natürlich Morgen- und Abendspitzenprogramm. Es gibt Sperrungshundenstrasse für den Fall, dass wir den Olma und Offa wieder haben, Zirkus Knie wieder haben, dann sind Spezialprogramme im Einsatz. Kibum Park bei Sportveranstaltungen, bei Obmann Match gibt es auch eine Entleerung von der Kreuzbleiche Sporthalle. Oder bei Umleitungen von Baustellen. Auch dort tut man gerecht aufgrund von der neuen Verkehrsmenge, veränderten Verkehrsmenge steuern mit Spezialprogramm. Hinterlegt in der Lichtsignalsteuerung sind sogenannte Signalpläne. Das heisst, das sind Wunsch-Rahmenbedingungen. Was kann man mit dem Programm in diesen Zeiten machen? Dort hinterlegt ist, wie viel Minimalgrue braucht es. Das sind Vorgaben, die aus den Normen kommen. Was für Maximalgrue kann es geben aufgrund von der Verkehrsmenge. Wie müssen die Zwischenzeiten sein? Das heisst, wie lange muss rot sein und sich kein Verkehr, dass kein Verkehrsteilnehmer sich kreuzen tut auf der Kreuzung, wo nicht sich kreuzen soll. Und wo kann der ÖV Eingriffsfenster holen, sodass er seine Bevorzugung machen kann. Das ist hinterlegt im Kreuzungsprogramm und aufgrund von dem gestützt eben mit der effektiven. Sieht so aus, als hätten wir gerade ein technisches Problem beim Christian Hasler. Wir hören ihn nicht mehr. Pascal Hinder, darfst du gerne übernehmen. Gut, danke vielmals.
Ich versuche jetzt da gerade weiterzumachen, auch wenn jetzt die Überleitung noch fehlt, aber vielleicht können wir ja die dann später noch nachholen. Ich begrüße Sie auch ganz herzlich zu dieser Forumsveranstaltung. Ich darf Ihnen neben dem, was Sie jetzt von den Vorrednern gehört haben, wieso machen wir Verkehrsmanagement, was ist sonst auf längeren Zeitraum muss geplant im Verkehrsmanagement zeigen, was dass wir jetzt kurzfristig umsetzen wollen. Und ich möchte Ihnen das anhand von ein paar Beispielen aufzeigen. Das Verkehrsmanagement von St. Gallen ist in verschiedene Bewirtschaftungsgebiete aufgeteilt. Die sehen Sie hier auf dem Bild. Wir kennen heute 4 Bewirtschaftungsgebiete. Das eine ist das Gebiet Winkle, dann haben wir das Gebiet Kreuzbleiche, Zentrum Ost, also das ist alles, was östlich von der Altstadt liegt, und dann haben wir noch das Gebiet Neudorf. Ich möchte Ihnen an den Gebiet Winkle und Neudorf exemplarisch aufzeigen, welche Massnahmen das im Verkehrsmanagement zum Zug kommen. Und der Urban Keller wird Ihnen nachher im Anschluss noch weiters zum Verkehrsmanagementbereich Kreuzbleiche im Zusammenhang auch mit der Dosieranlage Liebig aufzeigen. Gut. Sie sehen jetzt hier eine Übersicht vom Bereich Winkle. Wir haben im Zentrum hier die Arena, das Fußballstadion. Wir sehen die Autobahn, die durch das Gebiet durchführt, und unsere Kantonsstrasse dazu, die von Gosa Richtung St. Gallen führt. Dann haben wir eine weitere wichtige Verbindung Richtung Herisau, dass Sie sich orientieren können. Ich habe Ihnen jetzt auch schon die wichtigsten Einfallsachsen benannt. Wir haben hier eben von Gosau über die Zürcher Strasse, Herisau über die Appenzeller Strasse. Wichtig bei diesen Anlagen ist vor allem, dass das Zentrum hier, wo sämtliche Verkehr, wo zum Beispiel aus Gossau, aus Herisau, auch von der Autobahn kommt oder dann auch von Abtwil, das muss alles über die Knoten im Zentrum laufen. Also ist es wichtig, dass vor allem die laufen. Das ist das, was wir von Christian Hasler gehört haben. Das sind dann eben die Chefs im System, die den Ton angeben, wenn es zu Verkehrsüberlastungen kommt. Am Beispiel von der Appenzeller Straße möchte ich das noch ein bisschen genauer erläutern, wie das wir hier die Umsetzung angedenkt haben. Sie sehen hier eine Übersicht, vereinfacht mit den Lichtsignalknoten, die wir hier in diesem Bereich bereits haben. Sie sehen auch, es gibt keine neue Lichtsignalanlage. An der Appenzeller Straße, das ist die Straße, die von Herisau oben runterkommt und nachher auf den Autobahnanschluss führt, soll am bestehenden Knoten, wo heute schon eine Lichtsignalanlage besteht, das ist der Knoten Biederstraße, wo es nachher eine Abzweigung Richtung Westen an Bahnhof Winkel gibt, soll der Verkehr im Fall von einer Überlastung oder eben kurz vor der Überlastung da oben dosiert werden. Wichtig, der Verkehr wird wirklich nur dann dosiert, kurz bevor eine Verkehrsüberlastung droht. Der Verkehr wird über einige von diesen 2500 Detektoren, die wir haben, hier ermittelt und gibt noch ein Signal, um hier steuernd einzugreifen. Das heisst, wenn wir dazu dann noch dosieren, dann noch baut sich auch ab dem Knoten Rückstau auf. So können wir sicherstellen, dass ab dem Knoten nur so viel Verkehr Richtung Arena fließt, wie wir dort oben auch gerade mögen verarbeiten. Aber es verursacht natürlich auch einen Rückstau. Der Rückstau, der wird so darauf gehen. Und wie Sie wahrscheinlich auch wissen, haben wir auf dieser Achse von Herisau oben runter auch öffentlichen Verkehr drauf. Das ist das, was der Herr Buschor auch einleitend gesagt hat. Wichtig ist, dass der öffentliche Verkehr nicht durch den Rückstau oder möglichst nicht durch den Rückstau behindert wird. Und wie dass wir mit dem Rückstauproblem und dem ÖV umgehen, möchte ich Ihnen auf der nächsten Folie zeigen.
Da anhand von der Busführung. Zur Orientierung, wir haben die Herisauer Strasse dazu, wo da oben runterkommt. Da würde dann der Abzweiger Richtung Bahnhof winkeln. Jetzt, der Rückstau baut sich dazu auf und würde den Bus natürlich auch behindern. Jetzt ist es so, dass wir vorgesehen, den Bus bereits vor dem Rückstau dazu ab der Kantonsstrasse zu nehmen und über die Quartierstrasse zu führen, vorbei am Bahnhof Winkle. Da gäbe es dann allenfalls auch eine Möglichkeit, um den hier auch noch anbinden und dem Vater noch eine Richtung Arena weiter. So kann er an dem Rückstau vorbeifahren, hat ein bisschen einen längeren Weg, kann aber dafür immer zufahren. Auf dem anderen Weg Richtung Herisau kann er direkt auf der Kantonsstrasse darauf fahren. Dort müssen wir den Verkehr auch nicht aufhalten, weil er ja auswärts fließt. Die Appenzellerstrasse, die ist seit dem 1. Januar 2020 im Besitz vom Bund, also vom Astra. Wir haben das Projekt können am Bundesamt für Strassen übergeben und das Projekt wird jetzt bereits als Sofortmaßnahme umgesetzt, um allfällige flankierende Massnahmen abzudecken, die aufgrund von der Sanierung von der Stadtautobahn notwendig sind. Dann möchte ich Ihnen noch anhand vom Bereich Neudorf, jetzt sind wir gerade ans andere Ende von der Stadt gehüpft, auch noch eine weitere Massnahme zeigen. Auch dazu, wenn ich es bereits im Winkel erläutert habe, haben wir ein Zentrum, wo wichtig ist, dass der Verkehr läuft. Wir haben vielleicht dazu, um sich noch mal ein bisschen einschneiden, wir haben dazu die Autobahn, die von Rorschach oder Goldach raufkommt. Dazu haben wir dann den Autobahnzubringer, wo es Richtung Martinsbruck und nachher weiter Richtung Eckersried geht oder dazu Richtung Mürschwil oder dann nachher natürlich auch in die Stadt hinein. Da die Knoten dazu, die sind wahnsinnig wichtig, weil da geht sämtlicher Verkehr drüber, wo dort herkommt. Darum auch da wichtig ist, dass die Funktionalität möglichst lang kann gesichert werden. Das heisst, dass wir auch hier auf den Zufluss schauen müssen, dass bevor eine Überlastung stattfindet, wir eingreifen können. Und ich möchte Ihnen jetzt das anhand von der Martinsbruckstrasse, das ist die Strasse, die noch eine richtige Eckersried oder Rundrecke geht, aufzeigen. Dazu ist es so, das sehen Sie auf dem Bild, hier nochmal die Autobahn mit dem Autobahnanschluss. Wir haben da die bestehende Lichtsignalanlage, wo es Richtung Gallusmarkt geht. Da müssen wir an der Martinsbruckstrasse eine neue Lichtsignalanlage aufstellen, um dazu den Verkehr dosieren. Der Rückstau würde sich dann auch ab dazu aufbauen. Das dient natürlich auch wieder nur am Schutz von diesen Knoten dazu und das soll auch nur in dieser Ausnahmesituation passieren. Auch da, wie es bekannt sollte sein, führt da Buslinien oder mehrere Buslinien über den Knoten. Das heisst, auch dazu müssen wir reagieren und den öffentlichen Verkehr bevorrechtigen. Da möchte ich Ihnen auf der nächsten Folie zeigen, wie wir das Management an dem Knoten angedenkt haben. Wenn Sie zum Beispiel von Eckersried her würden, an Autobahnanschluss anfahren, dann ist es eben so, dass man hier an dieser neuen Lichtsignalanlage würde dosieren. Das heisst, es baut sich hier blau, das sind die MIV-Spuren, also motorisierten Individualverkehr, Entschuldigung, auf. Und das heisst, wir brauchen eine Busspur. Das sind jetzt Projekte, wo wir jetzt im Bauprojekt drin sind, vor, dass wir dazu eine Busspur bauen, so dass der Bus kann an dem Rückstau vorbeifahren kann. Er wird dann noch an einem Knoten zu priorisiert, kann dann da auf eine gemischte Spur, die noch wieder mit dem MIV zusammen unterwegs ist, mit dem Autofahrer, kann hier eine Bushaltestelle bedienen. Die soll nicht überholbar ausgestaltet werden. Das ist natürlich der Grund, dass nicht alle, die er jetzt hier können überholen können, ihm wieder vor die Nase anfahren und er dann noch da wieder dahinterst ist, bis er wieder an die Lichtsignalanlage ankommt. Das kann man aber auch steuerungstechnisch so steuern, dass die Automobilisten dazu gar nicht
so fest merken. Nachher, ab da, nach der Bushaltestelle, fährt er dann wieder auf eine separate Busspur und kann da an dem Knoten vorne schnell bedient werden. Da, wie ich schon gesagt habe, das Bauprojekt ist eine Erarbeitung. Wir gehen davon aus, dass wir da demnächst in eine Auflage gehen können. Ob dann ein Baustart ab Ende 2021 möglich ist, wird vor allem dann auch die Auflage und die anschliessenden Prozesse, wie zum Beispiel die Einspracheverhandlungen, zeigen. Jetzt bin ich da auch schon am Ende von dieser Präsentation. Jetzt, Evelyn, gehen wir retour an Christian Hassler oder an Urban Keller? Genau, wir würden nochmal zurückspringen zu den Signalplänen zum Christian Hassler. Gut, bevor aus der Leitigkeit, ich bin froh, dass unsere Lichtsignalanlagen zuverlässiger sind als jetzt Zoom. Die müssen nämlich 365 Tage im Jahr 24 Stunden funktionieren und machen das auch in sehr hoher Qualität. Was machen wir, wenn wir grüße Kunden nicht voll ausschöpfen? Das kann ja passieren, dass in einem Umlauf, aus welchem Grund auch immer, weniger Autos kommen, als wir eigentlich geplant haben. Das heisst, wir brauchen nicht alle grüße Kunden. Die grüße Kunden, die tun wir nicht einfach verbröteln, sondern die nicht benutzte grüße Kunden wird anderen Spuren weitergeben, natürlich unter Berücksichtigung von der Koordination. Das ermöglicht, dass man dynamisch, flexibel steuern kann, natürlich innerhalb von der Koordination, sodass es der grünen Welle die kann bleiben. Beim Busseingriff, bei der Busbevorzugung, läuft es so ab, dass ein Bus sich anmelden tut. Aufgrund von dieser Anmeldung, die im Vorfeld von Lichtsignal erfolgt, schaut das Lichtsignal, kann ich den Bus jetzt privilegieren oder muss ich aufgrund von anderen Sachen, die noch laufen, sprich im Fußgängerstreifen, der erst gestartet ist, oder andere Busse, die dran sind, aufgrund von dem ermittelt er den optimalen Zeitpunkt, wo man einen Eingriff machen kann. Der Bus greift dann ein, das Lichtsignal, kommt grün über, fährt über die Lichtsignal drüber und wird dann abgemolden. Und dann gibt es eine gewisse Zeit, wo die Richtung sich nicht mehr anmelden kann, sodass andere Richtungen, andere Verkehrsteilnehmer auch wieder zum Zug kommen. Also gibt es eine gewisse Eingriffszeit, wo kein Bus dann kann kommen aus einer gewissen Richtung. Wie setzen wir da in der Stadt St. Gallen um? Wir haben zwei Verkehrszentralen dazu, eine im Brühltor und eine im Breitfeld, wo sehr viel Technik, sehr viele Computer drin sind, um die ganze Steuerung zu übernehmen. Das ist eigentlich das Gehirn vom Ganzen und auch der Chef. Wir steuern nachher mit 61 Lichtsignalknoten, das sind 61 Lichtsignalknoten in der Stadt St. Gallen und jeweils mit einem Knotensteuergerät, wo Sie da sehen, sind so wie Elektrokästen, wo man mit sehr viel Computertechnik ausgerüstet sind. Wir haben 850 Ampeln, das ist das, was die meisten Leute sehen von der Lichtsignalanlage, 850 Ampeln für die 60 Knoten. Wir haben aber vor allem auch 2500 Detektoren für Autos, MIV und Veloverkehr und zusätzlich noch 750 Detektoren für den ÖV, sodass wir immer wissen, woher kommen die Autos, wie viele kommen, wie lange ist der Rückstau, dass man aber möglichst optimal können steuern und eben keine grösseren Kunden verlieren. Das wäre der Teil von mir. Vielen Dank, Christian Hasler. Wir springen jetzt gerade zum Urban Keller führen. Das Bewirtschaftungsgebiet Kreuz Bleiche zeichnet sich aus durch die komplexen Knoten, die wir hier unten haben. Rosenbergstrasse, St. Leonhardstrasse mit der Einfahrt in Schorentunnel, Bogenstrasse, dann St. Leonhardstrasse, Geltenwilenstrasse, Wadianstrasse, Knoten mit der Oberstrasse, dann der Knoten, wo die Tiefenerstrasse reinkommt, dann geht es auf und auch hier hat es seitliche
Einmündungen, Felsenstrasse, Hochwachtstrasse, nur um die wichtigsten zu nennen. Oben in der Ebene haben wir dann den Knoten mit der Demutstrasse, mit dem Gewerbeschulhaus und der Buswendeschlaufe. Die Üfnerstrasse, der Name besagt, ist eine von der Einfallsachsen aus dem Umland in die Stadt hinein. Das ist jetzt nicht die Idee gewesen. Ich jetzt, ja. Aus dem Umland in die Stadt hinein. Ein Unterschied zu den anderen Einfallsachsen, wie beispielsweise von Wittenbach oder Geiserwald, ist der Umstand, dass die Kantonsgrenze hier direkt am Stadtrand liegt. Der Wattbach hier bildet die Grenze zwischen dem Kanton St. Gallen und Appenzell-Ossenrode. Der zweite grosse Unterschied zu anderen Einfallsachsen ist, dass der motorisierte Individualverkehr, der andere Verkehr im Übrigen auch, bis zur Kreuzung Demutstrasse heute eigentlich ungesteuert, ungehindert in die Stadt einfahren kann. Und seit die Bahn weg ist, geht es ja fast noch besser. Die Üfnerstrasse ist vor allem mit der Morgenspitze stark belastet. Wir haben für die Planung, wo wir jetzt hier miteinander dran sind und informieren, vor einiger Zeit nochmal ganz genau gemessen am repräsentativen Werktag. Am 10 vor 7 Uhr, der Nullpunkt wäre da unten, wo die Oberstrasse weggeht, die Üfnerstrasse dort, wo man geradeaus nicht weiter kann. Also am 10 vor 7 ist der Stau schon 800 Meter lang gewesen, da. Dann am 5 ab 7 fast schon einen Kilometer Richtung Demutstrasse rauf. Am 20 ab 7 am Morgen 1,8 Kilometer Stau und Stop and Go. Das ist dann bis an die Liebeck, bis an den Siedlungsrand aufgegangen. Nachher nimmt es dann relativ rassig wieder ab gegen morgen um 8 Uhr. Schweizer arbeiten früher, die Schweizerinnen auch. Aber da ist natürlich nachteilig, das ist uns völlig klar für alle die, die entlang dieser Straße wohnen, arbeiten oder sich sonst entlang dieser Straße bewegen oder sie queren müssen. Man darf allerdings auch sagen, dass es außerhalb der Spitzenstunden deutlich weniger ausgedehnte Stausituationen hat, dass der Verkehr auf deren Achse über die letzten Jahre eher stagniert hat und nicht zunimmt. Auch dank einem gestärkten Bahnangebot mit neuem Rollmaterial, mit einer neuen Linie, mit tiptoppen Fahrplänen von Kreuzung hier oben im Riethäusli am Bahnhof St. Gallen aber ist die Appenzeller Bahn mit Abstand schnellste, unschlagbar, nur zu empfehlen. Und man darf auch sagen, es gibt natürlich auch die umgekehrte Fahrbewegung, vielleicht eher am Wochenende, oder? Raus aus der Stadt, raus aus dem Nebel, auf ins Appenzellerland, in Alpstein. Das ist natürlich auch Verkehr. Der Lösungsansatz, wo wir hier dran sind, der ist stärker im Fokus von der Öffentlichkeit und der Medien als alle anderen Massnahmen vom Verkehrsmanagement. Einerseits wegen der Grenze, weil da zwei Kantone eben dran sind. Dann, weil man eben heute noch ungehindert zufahren kann, wenn man nicht mehr, die Idee ist, dass man es nicht mehr kann. Wir haben das gemerkt in letzter Zeit, es hat parlamentarische Anfragen gegeben im Stadtrat St. Gallen, im Kantonsrat St. Gallen, im Kantonsrat von Appenzell-Ossenrode. Wir werden es auch weiterhin bemerken. Es wird, ist uns bewusst, dass viel Öffentlichkeitsarbeit da noch zu tun ist. Wir sind aber eine Agglomeration, wir sind ein Verkehrsraum. Ich halte in dem Fall jetzt hier von dieser Tiefnerstrasse nicht viel von dieser Aufteilung in Appenzeller und St. Galler. Die Massnahmen auf der Tiefnerstrasse, die haben zwei Ziele. Erstens, wie der Stadtrat Markus Buschow vorher schon gesagt hat, bei Verkehrsüberlastungen, der Stau, der entsteht, wo wir nicht werden wegbringen, mit allem Verkehrsmanagement nicht, der soll dort stattfinden, wo noch nicht so nachteilige Auswirkungen hat. Also möglichst zum Siedlungsraum aus und eben auch zum Siedlungsraum von der Gemeinde Tüfen aus. Dort Liebeck ist ein Siedlungsraum, der schon auf dem Boden von der Gemeinde Tüfen ist. Und es soll natürlich alle dann entlastet werden. Darum hinten an Liebeck soll der Stau verlagert werden, der, den wir nicht wegbringen. Wir können hier einen Stauraum anbieten von etwa 700 Metern. Zweites Ziel, der Verkehr soll nachher dosiert in die Stadt hineinfließen, sodass das System leistungsfähig bleibt, wie es Ihnen jetzt heute im Film und von den Herren Vorrednern schon erklärt worden
ist. Also, und das führt zu einer neuen, leistungsfähigen, intelligent gesteuerten Anlage, die es hier braucht, außerhalb der Siedlung. Da sollen Pförtner entstehen auf dem Boden der Gemeinde Düfen. Das ist ein ähnliches Bild, ein bisschen anders. Die Planung, die wir hier gemacht haben, haben wir gemeinsam gemacht. Düfen am Kanton Appenzell-Ossenrode, Düfen am Kanton St. Gallen, Stadt St. Gallen, auch Gemeinde Düfen ist involviert und das ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Wir sind sehr weit in dieser Planung, wir sind aber noch nicht ganz fertig. Es ist intensiv geschaffen worden, es hat auch Pionierelemente in dieser Arbeit und wir sind auch an Marktgrenzen gekommen. Sie müssen sich einfach vergewissern, dass die Spezialisten in den Ingenieurbüro für solche Sachen dünn gesagt sind, dass wir da auch Anforderungen gestellt haben, die man an anderen Orten, vielleicht jetzt in der Nordostschweiz, noch gar nicht so hat. Wir haben dann beispielsweise auch die Firma, die das Verkehrsmanagement übergeordnet über die ganze Agglomeration geplant ist, hat keine Kapazität gehabt, jetzt für uns noch das Detailproblem zu lösen. Wir mussten andere Planer suchen. Es ist bezüglich dieser Steuerungen einiges abzuklären und zu entscheiden gewesen. Wir haben zum Beispiel intensiv untersucht, ob es etwas bringt, wenn man unten im Knoten, wo die Felsenstraße reinkommt, zusätzliche Steuerungselemente einbaut. Dafür aber auch eine Busbevorzugung von der Felsenstraße hinführen. Also da ist der Bus, der von St. Georgen oben runterkommt. Wir haben dann aber gemerkt, dass Aufwand und Ertrag da nicht stimmen. Da hätte zu massive Eingriffe gebraucht, hier in der Siedlung rein, die Busspur zu machen. Wir haben das wieder verworfen. Die Distanz zum Pförtner oben ist auch viel zu gross. Wir haben hingegen den Einlenker von der Demutstrasse. Die Steuerung wird, da gibt es jetzt zusätzliche Steuerungselemente integriert in die ganze Geschichte. Wir haben auch einen Zielkonflikt in dieser Situation hier. Es hat noch ÖV hinführen, abgesehen von der Appenzellerbahn. Es kommt der Bus 180, der Zürichsau startet. Und durch das Appenzeller Hinterland fährt Waldstadt, Steh, Hondwil, dort Leute abholt auf St. Gallen. Der hat einen Stundentakt. Der kommt nachher hier über die Lustmühle-Battenhaus rein, hier vorne. Richtung Bahnhof runter. Man hat nochmal sehr, sehr viel und sehr intensiv umgestudiert an dem Bus, am Fahrplan, wo er soll durchfahren soll. Über alle Fälle können die Leute in der Lustmühle ausladen, dass sie hier auf den Zug könnten. Das wäre eben das Ideale. Geht fahrplanmäßig heute und morgen noch nicht auf. Also, der Bus steht natürlich auch heute im Stau. Und jetzt ist die Frage, was ist da mögliche Sachen Busbevorzugung. Ich gehe davon aus, dass Sie alle Topografie da außen kennen. Wir haben das Wattbach-Dobel und auf der anderen Strassenrand haben wir die Appenzellerbahn. Es ist da nicht möglich, eine zusätzliche Busspur zu bauen. Es ist auch nicht möglich, den Bus an der Steuerungsanlage zu bevorzugen. Wenn er hinten dran, da hinten würdest du, ich hoffe, Sie sehen alle meinen Pfeil, sonst sollte Evelyn angehen, bitte intervenieren. Also wenn jetzt da hinten würdest du, nein, nicht Führer schalten, und könnte vorne grün drücken, dann würden ja alle vorne vor ihm auch runterfahren. Da wäre quasi der Dosiereffekt wäre dahin. Der Stau würde sich dann da hinten wieder irgendwo aufbauen. Er kann auch nicht an der stehenden Kolonne vorbeifahren. Da sind wir uns mit der Polizei einig. Die ist zu lang, die Kolonne. Sie ist unübersichtlich und es ist zu gefährlich. Es kann irgendjemand einfach kehren. Ich sehe keinen Pfeil, schreibt jetzt gerade jemand. Aber Sie sehen ja den Stauraum. Sie können sich da vorstellen. Wir haben also hier einen Zielkonflikt, wo wir jetzt zu Ungunsten vom Bus 180 haben müssen lösen. Das heisst, er steht mit allen anderen Fahrzeugen drin. Man hat eine Mikrosimulation jetzt beauftragt, damit das Ganze noch auch visuell noch besser sichtbar ist. Also was passiert noch an dem Kreuzung Demutstrasse? Wie ist das um den Pförtner, wenn er rot ist, wenn er grün ist? Das ist auch in den letzten Zügen jetzt, weil wir überzeugt sind, dass eben, wie gesagt, noch viel Öffentlichkeitsarbeit nötig ist. Ich kann da aber auch etwas zu den Kosten sagen, weil wir da sehr im Projekt, nach am Auflageprojekt sind. Wir reden etwa von 2,3 Millionen Franken, von 1,7 Millionen
für den Kanton Appenzell-Ausserrhoden und etwa 0,6 Millionen für den Kanton St. Gallen. Sowohl Ausserrhoden als auch der Kanton St. Gallen tun nachher einen Kostenteiler mit der Gemeinde machen, sprich mit Tiefe und der Stadt. Es hat viel Meter Leerrohr drin, viel Schlaufen. Es ist eben nicht nur einfach ein Objekt dort, wo der Pförtner nachher steht. Wir werden auch Bundesbeiträge aus dem Agglomerationsprogramm beantragen. Das ist auch so eingerechnet. Jetzt das Projekt, das ihr eben auch sehr interessiert. Kennt die vier Beteiligten, die ich vorher aufgezählt habe, kennen das Projekt. Das Vorprojekt war in der Vernehmlassung. Das Auflageprojekt ist jetzt praktisch fertig. Es fehlen noch das letzte Ding. Man wird jetzt Ende März, Anfang April das nochmal diesen vier Trägerschaften, Körperschaften geben. Kanton Appenzell-Ausserrhoden, Kanton St. Gallen, Stadt St. Gallen, Gemeinde Tiefen. Die müssen natürlich dann auch Kreditsprechungen machen. Das Projekt genehmigen muss letztendlich der Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Es braucht aber Kreditsprechungen von diesen Gremien. Es liegt die Öffentlichkeitsarbeit noch vor uns, wie ich gesagt habe. Und das Ziel wäre eine Planauflage noch vor der Sommerferie. Dann auf der nächsten Folie, Evelyn, ist eigentlich jetzt nur noch mal kurz zusammengefasst. Also, es gibt eine neue Lichtsignalanlage oberhalb von der Liebeck, die es heute nicht hat. Die wird koordiniert mit der übrigen Lichtsignalanlage auf der Tiefnerstrasse. Darum muss auch sehr viel Meter Leerrohr noch verlegt werden. Vor allem dann mit der Kreuzung Demuthstrasse. Steuerung ist hochkomplex. Da ist jetzt am meisten Arbeit drin gewesen, Ingenieurarbeit in der Steuerung, nicht in der Geometrie von dem Pförtner. Da haben wir eigentlich schon relativ lang zu Faden geschlagen. Es ist eine sehr gute Zusammenarbeit. Auch im Sinne eben von dieser Agglomeration, da geht es nicht Stadt gegen andere und Appenzeller gegen St. Galler überhaupt nicht. Bei der Linie 180 haben wir einfach den Nachteil, dass sich die Zielkonflikte beißen. Es ist da in einem Satz in die zwei Argumente, die ich vorher gesagt habe, verknüpft. Und heute und morgen können wir für die Linie 180 noch keine Verbesserung anbieten, insofern sie einfach die Verbesserung überkommt, die alle anderen auch sollen überkommen. Und es soll ja eine Verbesserung geben, indem man das System besser ausnutzt. Mein Nachredner, mein Chefregierungsrat Öf Biasotto wird Ihnen jetzt nochmal Grundzüge vom ganzen Verkehrsmanagement zusammenfassen. Besten Dank. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Stadtrat Markus Buschor, sehr geehrte Damen und Herren, Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrte Damen und Herren von der Exekutive und von der Legislative. Danke für Ihr Interesse und dass Sie an dem eher noch trockenen Thema, aber wichtigen Thema teilnehmen. Das Verkehrsmanagement nützt allen. Und zwar, und da will ich nochmal betonen, nicht nur motorisierter Individualverkehr, also der Autofahrer und dem Schwerverkehr, sondern eben auch dem öffentlichen Verkehr, der sich auf der Straße bewegt. Und da ist ganz Besonderes natürlich für uns Appenzellerinnen und Appenzeller wichtig, weil wir aufgrund der Topografie auch langfristig auf die Strasse angewiesen sind, mit der Viehverteilung in unsere Orte raus, in unsere Wieler raus, ist es zwingend, dass wir auch einen grossen Teil vom ÖV auf der Strasse haben. Der Vorzug vom Verkehrsmanagement ist, dass der Verkehr flüssiger, verträglicher und sicherer soll werden. Und für mich ganz zentral ist, da hat der Markus Buschor auch schon gesagt, Berechenbarkeit der Fahrzeit. Wir sind nicht schneller am Ziel, und zwar in alle Richtungen mit dem Verkehrsmanagement, aber wir sind verlässlicher und wir sind berechenbarer in der Fahrzeit. Wir sind nicht schneller, aber wir sind berechenbarer und verlässlicher. Und das täuscht mich ganz ein wesentlicher Aspekt, geschätzte Damen und Herren. Gerade jetzt auch aus Sicht eines ehemaligen Gewerblers, Verlässlichkeit der Fahrzeit für einen Gewerbler, aber auch für den Arbeitsweg, nochmal in beide Richtungen, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Der Verkehr wird paketweise dosiert, transportiert in einer verlässlicheren Fahrzeit
als bis anhin. Einmal hat man 10 Minuten, einmal hat man eine halbe Stunde. Die Unberechenbarkeit ist da, wo uns stresst und wo für alle Teilnehmenden vom Verkehr schwierig ist. Das Verkehrsmanagement dient somit allen Verkehrsteilnehmenden von der ganzen Region und ich muss sagen, die Zusammenarbeit in der Agglo-Region ist wirklich hervorragend. Ist aufwendig, weil wir viele Sitzungen haben, viel müssen zusammen koordinieren, aber es lohnt sich. Trotz allem und auch neben dem Verkehrsmanagement braucht es längerfristig Denkpassbeseitigung, dritte Röhre, Rosenberg, inklusive der Teilspange Liebig mit dem Anschluss Güterbahnhof. Unsere Hauptschlagader beim Rosenberg braucht die Engpassbeseitigung. Sie wissen, Sie kennen den Durchgang besser als ich. Er hat schwere Schäden, er ist ins Alter gekommen, er hat sein Alter erreicht und man muss ihn erneuern und muss die Kapazität stärken. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt und ich habe bereits ausgeführt, wie wichtig dass der Anschluss Teilspange Liebig und der Anschluss Güterbahnhof für beide Kantone, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden ist insbesondere, aber für das Rotbachtal, wo eben mit der Erschliessung auch vom öffentlichen Verkehr und vom Viehverteilung vom Güterverkehr natürlich eben praktisch alles auf der Straße passiert, auch in Zukunft. Auch mit dem realisierten Engpassbeseitigung bleibt das Verkehrsmanagement immer auch eine flankierende Massnahme, die wichtig ist und wichtig bleiben wird. Die ist und bleibt eine wichtige flankierende Massnahme. In dem Sinn danke ich Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und gebe weiter an die Regie. Danke. Ja, vielen Dank, Dölf Biasotto, für die abschließende Präsentation. Wir würden jetzt gerade wieder zurück in unseren Referentenmodus gehen und mit der Fragerunde starten. Und da sind schon fleissig Fragen reingekommen. Wie schon am Anfang gesagt, wenn wir nicht Zeit haben, um alle Fragen mündlich zu beantworten, machen wir das natürlich in schriftlicher Form und lassen die anschliessend zukommen. Ja, gerade zu der ersten Frage. Wieso zielt das Mobilitätsmanagement in der Agglo St. Gallen auf verträgliche Gestaltung des Verkehrs und tut quasi den MIV noch optimieren, statt den ÖV auszubauen? Das wäre sehr wahrscheinlich gerade eine Frage für den Pascal Hinder. Danke vielmals. Das tue ich gerne beantworten. Es ist so, dass man, ich stimme Fragen dazu, dass Mobilitätsmanagement ein wichtiger Bestandteil von der Siedlungs-, aber auch Verkehrsplanung ist. Das ist aber ein vorgelagerter Teil, wo soll in der Raumplanung, in der Richtplan von der Gemeinde passieren. Wenn ich eine Siedlung mache, dann muss ich dort ansetzen, um eben möglichst Anreiz zu schaffen, dass die Leute vielleicht eben nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß mit dem Velo oder dem ÖV ihre Wege bestreiten. Wir reden heute über Verkehrsmanagement. Das ist das Teil, wo schaut, dass der Verkehr, der trotzdem anfällt, auch wenn wir im Mobilitätsmanagement bereits viel tun, im Kanton St. Gallen und ich gehe davon aus, auch im Kanton Appenzell-Ausserrhoden, ist Verkehrsmanagement ein wichtiger Teil. Und darum müssen wir schauen, haben wir auch einen Auftrag, um unsere Strassen funktionsfähig zu halten für die Leute, die müssen unterwegs sein. Ja, vielen Dank für die Beantwortung von dieser Frage. Es kommt gerade noch etwas im Anschluss, wo auch gerade wieder dich betrifft, Pascal Hinder. Und zwar ist die Frage, warum ist die MIV-Verkehrsmenge die oberste Prämisse? Das sehe ich nicht so, dass wir das so unterstellen. Es ist so, dass wir jeglichen Verkehr müssen berücksichtigen. Wir haben MIV. Wir können den Leuten nicht verbieten, um ihr Auto zu nutzen. Darum müssen wir den Autofahrer, aber auch den Velofahrer, den Fußgänger und auch den Bus berücksichtigen. Und da versuchen wir, jeden nach seinen Eigenschaften zu bedienen. Und es ist natürlich auch so, dass wir im ÖV, das haben wir heute, glaube ich, auch können zeigen,
extra Infrastruktur schaffen, dass er eben an diesen Stauräumen kann vorbeifahren kann. Vielen Dank. Wenn wir gerade schon die Velofahrer angeschnitten haben, ist noch die Frage aufgetaucht, was passiert mit den Velofahrenden an den Dosierungsstellen? Pascal Hinter, ja, gern. das ist ein Fehler von mir, das muss ich sagen. Das habe ich unterschlagen in meiner Präsentation. Es ist natürlich so, dass man neben dem ÖV auch schaut, dass man den Veloverkehr an dem Stau vorbeiführen kann. Überall, wo möglich, versuchen wir, den Velofahrer auf einer separaten Infrastruktur, sei es einen Geradweg ausserorts oder dann einen Radstreifen, an dem Stau vorbeizufahren. Also das ist auch eine der obersten Prämissen, dass man nicht die Verkehrsmittel behindern. Vielen Dank. Dann gerade die nächste Frage an Markus Buschor. Wie lange genau steht die Stadt vor der Herausforderung durch die Sanierung und den Bau von der Engpassbeseitigung und gerade noch eine Anschlussfrage? Denken die Verantwortlichen, dass die doch eher minimalen Anpassungen die Situation entschärfen können? Markus Buschor, Sie sind auf stumm geschaltet. Danke. Ich versuche eine grobe Antwort zu geben zuerst und würde gerne Christian Hassler weitergeben, der das im Detail viel besser kennt. Was man nicht unterschätzen darf, und wir hören das ja jetzt immer wieder quasi, sind die Massnahmen genügend, die man macht. Sastra, wo ja das Ganze plant und vorbereitet, hat ja beste Erfahrungen von anderen solchen Sanierungen. Und an diesen Erfahrungen tut man sich orientieren und entsprechend eben auch in der Stadt St. Gallen Massnahmen ergreifen. Und ganz ein wichtiger Teil ist, dass während der Sanierung wird der Verkehr laufend beobachtet, dass eben falls notwendig auch kann sofort interveniert werden und optimiert werden. Den genauen Zeitraum kann ich Ihnen leider nicht sagen, so weit bin ich noch nicht tief drin in den Geschäft, aber Christian Hassler weiss da sicher mehr. Christian Hassler? Ja, also eben, man muss immer noch unterscheiden, es gibt das Verkehrsmanagement, das wir jetzt machen, wie der Pascal Hinter auch ausgeführt hat, dient dazu, dass man bis dann die grosse Engpassbeseitigung realisiert werden kann, dann die Teilspangen realisiert werden kann, jetzt im Beispiel Tiefnerstrasse, dass man da könnte, überbrücken könnte, dass der Verkehr bis dorthin kann in einer genügend Verlässlichkeit abgewickelt werden, dass der Stau an dem Ort ist, wo er sollte sein, dass er eben nicht in dem Ort ist, wo es am meisten Wohnbevölkerung hat, sondern dort, wo es eigentlich wenig Leute wohnen. Das ist die Idee des Verkehrsmanagements. Es wird das Problem nicht lösen. Bezüglich A1-Sanierung, dort ist es so, wir wissen, mit dem Astra und dem Kanton sind wir seit längerem dran, was uns auf uns zukommt. Da gibt es Massnahmen, die gemacht werden müssen. Das Ziel ist ja dort, dass wir 10% weniger Verkehr dann werden in der Spitzenzeit, dass es überhaupt kann funktionieren kann mit dem reduzierten Querschnitt. Und natürlich hilft uns da auch Verkehrsmanagement, sofern sie bis den Sachen schon eingerichtet sind. Teilweise sind sie da bis Einsprache, teilweise verzögert sich. Aber entscheidenderweise für die Eisenierung ist der Umstand, dass 10% weniger Verkehr in der Spitze zum Fahren wird. Du noch etwas zum Zeitraum sagen, Christian, wenn die Sanierung ist und wie lange sie dauert? Die Sanierung, die fängt, ist eigentlich jetzt schon angefangen. Die Vorarbeiten sind dran. Der eigentliche Start ist in dem Frühling. Wir hatten hauptsächlich mit Nachtsperrungen, die da werden sein. Im Jahr 2022 sind dann die Sachen, die man dann auch wirklich merkt, wo es am Tag massive Eingriffe gegeben, wo man eben auch eine Spur in Winkeln statt einwärts muss sperren, wo eben dann die Überlegung mit dem Kalk auf den Weg, wo der Pascal Hinter erläutert hat, zum Tragen kommt. Und dann wieder 23 ist dann eher wieder Nachtsperrung. Also das schlimmste Jahr wird im Jahr 2022 gewesen. Danke vielmals. Dann ist gerade noch eine Frage aufgekommen, die jetzt gerade beide Kantone, Appenzell-Ausserrhoden und den Kanton St. Gallen betrifft, Marcel John und Dölf Biasotto. Welche Bestrebungen laufen seitens der beiden Kantone, um ein Road Pricing als Abwehrmaßnahme gegen den MIV zu installieren?
Ich weiß nicht, Dölf, soll ich gerade anfangen mit der Beantwortung? Ja, bitte, gern. Ich weiß nicht, wie im Kanton Appenzell Ausserrhoden steht. Roadpricing ist ein Thema, das jetzt auf Bundesebene an und für sich angegangen ist. Das hat auch mit der aktuellen Gesetzgebung zu tun. Es ist momentan ja noch ein Verfassungsartikel in Kraft, wo festlegt, dass die Straßen zur freien Benutzung zur Verfügung gestellt werden. Der Bund hat jetzt ein zweites Mal einen Anlauf genommen, um Pilotgebiete zu suchen und zu finden, wo Mobility Pricing einrichten wollen. Im Kanton St. Gallen haben wir leider niemanden motivieren können, um die Mobility Pricing-Thematik in einem Pilot zu bearbeiten. Und darum ist der Kanton St. Gallen relativ schmal unterwegs. Vielleicht noch zur ergänzenden Information. Momentan läuft eine Gesetzgebungsvernehmlassung auf Bundesebene, wo Mobility Pricing eigentlich so weit bearbeitet oder so weit die Gesetzesgrundlage verändert, dass eben die Mobility Pricing Pilotprojekte könnten durchgeführt werden. Danke, Marcel John. Von meiner Seite ergänzend. Wir sind da in dem Fall tatsächlich ein kleiner Kanton, um Kapazitäten bereitstellen für ein Pilotprojekt. Wir sind angefragt worden im Rahmen der Bauplanungs- und Umweltdirektorkonferenz und um mit dem ASTRA, Bundesamt für Strassen, so ein Pilotprojekt durchzuführen. Das liegt leider nicht in unserer Kapazität. Jetzt haben wir gerade noch gesehen, dass sich der Urban Keller auch gerade noch gerne dazu äußern würde. Also bitte, gern. Jawohl, ich bin schon länger dabei. Ich würde da noch sagen, das Bundesamt für Strassen vor ein paar Jahren einen sehr guten Grundlagenbericht gemacht hat zum Mobility Pricing in der Schweiz. Ich kann das allen Verkehrspolitikern und Politikerinnen, die hier zulassen, nur empfehlen. Es war ein bisschen schade, das hat man vor ein paar Jahren veröffentlicht und nachher ist von rechts immer gerade Road Pricing reingeworfen worden, neue Strassenzölle wollen wir nicht und von links immer gerade, man will keine Zweiklassengesellschaft, weil es letztendlich auch umfasst, dass man über Verteuerungen während der Spitzenstunden redet. Nachher ist es eben ein paar Jahre wieder vom Tisch gewesen, weil die Politik den Ball nicht aufgegriffen hat. Und jetzt probiert der Bund den zweiten Anlauf, eben mit den Pilotregionen. Und ich will die Politik einfach auffordern, dass sie sich mit dem vertieft. Das müssen dann zuerst einmal alle vom Gleichen reden in dem Mobility Pricing. Das wird auch in dem Bericht dargelegt. Da gibt es sehr, sehr verschiedene Ansätze. Und man muss sich dann zuerst einmal auf einzelne Ansätze einigen in der Politik, bevor man weiter diskutieren kann und bevor man mit Schlagwörtern alles wieder abtischen sollte. Merci. Ja, dann gerade noch mal eine Frage zu einer Massnahme, und zwar, wie weit ist das Tunnel Liebeck-Kreuzbleiche? Und gerade im Anschluss die Frage noch, was würde die für die Entlastung von der Quartier und der Stadt bringen? Vielleicht gerade Pascal Hinder. Ja, das tue ich gern beantworten. Ich gebe dann vielleicht am Anschluss an Christian Hasler weiter, um die Auswirkungen auf die Stadt noch weiter zu beschreiben. Es ist so, dass wir zusammen mit dem Bundesamt für Strassen, ASTRA, im Kanton Appenzell-Ausserrhoden, der Stadt St. Gallen und der Gemeinde Tüfe an der Erarbeitung von dem Projekt sind. Aktuell ist der Bund, also das ASTRA, an der Erarbeitung vom generellen Projekt und der Kanton St. Gallen zusammen mit den anderen Kantonen und Gemeinden ist an der Erarbeitung vom Vorprojekt. Es ist vorgesehen, dass wir voraussichtlich im Jahr 2025 werden können Abstimmungen durchführen zu dem Thema. Und dann ist es auch geplant, wenn das schön weitergeht, dass wir rund im Jahr 2028 werden können eine Auflage machen von dem Projekt. Und jetzt vielleicht für die Entlastung von der Straße würde ich gerne noch Christian Hasler weitergeben. Gut, mache ich gern. Wie schon gesagt, die Teilspange dient die Entlastung vor allem für den Tüfnerstrasse, Gelte-Wielenstrasse, also der Ast, wo eben von Tüfen her, von Riedhäusle her in die Stadt hineingeht. Dort wird es eine bedeutende Entlastung geben gegenüber dem Zustand ohne
ohne Teilspange. Also wirklich Tieflerstrasse, Gelte-Wielerstrasse bis zum Knoten, Wehrstrasse, also Dreiecksperkli. Dort dann ist die grosse Entlastung, die die Teilspange wird bringen. Danke vielmals. Dann wäre noch eine Frage gekommen, noch zum Pförtner Liebeck. Dort ist die Frage, wird der Verkehr auch in entgegengesetzte Richtung dosiert, sprich Tourismus ins Appenzellerland am Wochenende? Vielleicht geht der Urban Keller. Nein, die Dosieranlage ist letztendlich nicht so geplant. Es geht schon darum, dass man den Ballungsraum, den Verkehr im Ballungsraum managt und die Einfallsachse oder beziehungsweise eben die umgekehrte Fahrrichtung daraus, wo man ja meistens auch in der Lustmühle auf die Umfahrungsstrasse gehen kann, beziehungsweise über die Battenhausstrasse, wenn man Richtung Appenzeller Hinterland will. Das ist also nicht angedenkt, dass es dort auch eine Dosierung gibt, zumal ja dann der Stauraum wieder direkt ins Siedlungsgebiet hineingehen würde, weil ja ein Widerspruch zum primären Ziel ist von der ganzen Angelegenheit. Vielen Dank. Dann ist noch die Frage gekommen, warum man eigentlich nicht auf Tempo-30-Zone setzt, um den Verkehr langsamer, aber auch flüssiger zu machen. Warum die kostengünstige und lärmmindernde Optimierung nicht in Erwägung gezogen worden ist. Vielleicht Pascal Hinder? Ich versuche eine Teilantwort und allenfalls möchte ich auch der Marcel Leon noch ein Wort dazu sagen. Es ist ja so, dass wir im Verkehrsmanagement geht jetzt vor allem darum, zum den Verkehr, wo in den Spitzenstunden anfällt, zu managen. Es ist ja so, die in den Spitzenstunden unterwegs sind, die fahren heute schon meistens nicht schneller wie 30 an den hochbelasteten Orten. Also gehen wir davon aus, dass eine Tempo-30-Tafel an dem Ort die Situation nicht wird verändern. Es ist ja so, dass man heute zwischen, gerade an der Kreuzbleiche zwischen den Knoten meistens nicht einmal die 30 kann erreichen. Darum ist das nicht Bestandteil von dem Projekt. Aber vielleicht möchte Marcel Leon noch ergänzen. Danke, Pascal, du hast ja schon fast alles gesagt. Es ist so, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass in den stark belasteten Strassen, wo man ja genau will, die Steuerungen oder das Management einrichten, die gefahrene Geschwindigkeit eben meistens nicht einmal mit den 30 entspricht, wo man dann will signalisieren. Es gibt andere Effekte, die momentan geprüft würden. Das ist zum Beispiel in Bezug auf Lärm, weil dort natürlich auch der Nachtwert eine maßgebende Rolle spielt, wo den Tempo 30 effektiv einen relativ grossen Ausschlag kann haben, wenn man dann das Geschwindigkeitsniveau zur Nacht, wo eindeutig höher ist als der Tag, durch den kann auf die 30 aber reduzieren. Da sind wir mit der Stadt St. Gallen im Zimmer in einem Projekt tätig, wo man auch in Betrachtung von allen Interessen die Tempo 30 Geschichte und die Tempo 30 Möglichkeiten auf dem gesamten Stadtgebiet prüft. Danke vielmals. Der Christian Hassler hat dazu gerade auch noch eine Ausführung. Ja, also eben entscheidend bei so einer Leistungsüberlegung ist nicht unbedingt die Geschwindigkeit, die wir dort haben, sondern entscheidend ist die Leistungsfähigkeit der einzelnen Knoten. Und vielleicht haben wir meine Folie noch im Kopf, wo man sieht, wie viele Knoten das es hat zwischen Tiefen, also Tieflerstrasse, aber bis zum Knoten Wehrstrasse. Aus dem Kopf aus hätte ich gesagt, 8 oder 9 Knoten sind. Und die sind matchentscheidend. Also entscheidend ist, wie gut kommt man über die Knoten. Und du bist signalisierte Geschwindigkeit ist darum für die Leistung an dem Ort nicht maßgebend, sondern es ist Knotenkapazität. Und darum muss man sagen, es würde nicht besser werden bezüglich Leistung, wenn man dort 30 würde machen. Gut, dann gerade noch eine Frage. Und zwar geht es darum, dass die Stadt St. Gallen sich im Reglement für eine nachhaltige Verkehrsentwicklungsziel gesetzt hätte, den Mehrverkehr nicht über MIV, sondern über nachhaltigere Verkehrsträger abzuwickeln. Da ist die Frage, wie kann das Verkehrsmanagement dazu beitragen, dass die Zielsetzung erreicht wird? Vielleicht geht der Markus Bouchard. Von meiner Seite kann ich sagen, dass wir ja das Ziel,
aufgrund von dem Auftrag erreicht haben, also die Plafonierung vom MIV in der Stadt St. Gallen. Und da gibt es verschiedene Massnahmen, die dazu beitragen. Eine ganz wichtige ist der Ausbau vom ÖV gewesen. Und parallel ja zu der Plafonierung haben wir den Auftrag, um den Veloverkehr auszubauen, respektive Möglichkeiten für den Veloverkehr. Und man möchte ja auch die Stadt von der kurzen Weg sein. Also da sind verschiedene Hebel, wo wir da versuchen, das in den Griff überzukommen. Und mit dem Verkehrsmanagement haben wir ja vorne gehört, Verkehrsmanagement geht es ja nicht nur darum, dass der MIV maximale freie Fahrt hat, sondern dass eben alle Verkehrsteilnehmer, sprich eben auch der Velofahrer, wenn er an den Ampeln ankommt, Möglichkeit hat, um dort möglichst schnell eine möglichst gute grüne Phase zu haben. Und insofern ist eben das Verkehrsmanagement auch ein Beitrag zum Plafonieren vom MIV, respektive den Auftrag von der nachhaltigen Verkehrsentwicklung wahrzunehmen. Danke vielmals. Dann geht es jetzt noch um die Busbevorzugung an der Ionenwattanlage bei der Rüttistrasse. Ob das auch geprüft worden wäre oder denkbar? Pascal Hinder oder Christian Hasler? Also, oder wir haben es geprüft, haben wir es. Also es ist so, der Bus von der 180 kommt einmal in der Stunde auf die Dosieranlage, fährt er zu. Wir gehen davon aus, dass in den ersten paar Jahren, wenn der Rückstand nicht so groß ist, dass man gewisse Dosierung kann machen, also gewisse Pulk Auflösung machen, wenn der Bus kommt. Aber im Detail müssen wir dann noch prüfen, denn wie viel Stau haben wir denn wirklich, wie bringen wir da an. Ich kann nicht lernen, dort möglich sein. Man muss aber auch sehen, es ist ein Bus alle Stunde. Es ist nicht auf der Rorschacher Straße, wo wir 60 Busse haben, die da kommen, wo man privilegiert viel wichtiger ist. Aber natürlich im Rahmen der Möglichkeit, wenn wir dann machen. Danke vielmals. Ich würde da vielleicht gerne noch ergänzen, dass man auch das Verständnis hat oder das Richtige, vom Richtigen schwätzen. Der Bus 180, der fährt heute eigentlich schon auf den Stau auf, den wir beschrieben haben. Heute fängt er ab der Oberstrasse an. Der Urban Keller hat das eindrücklich veranschaulicht mit den bis 1,8 Kilometer Stau. Und der Bus fährt heute schon auf den Stau auf. Und in dem Sinn wird seine Situation nicht schlechter mit dem Pförtner. Wir schaffen es aber auch nicht, um eine massiv bessere Situation anzubieten. Er profitiert aber gleich wie die Autofahrer, dass wenn er dann durch ist, dass er dann ziemlich freie Fahrt hat in der Stadt. Und nachher auch an den nachfolgenden Knoten wirklich auch kann bevorzugt werden. Ja, wenn wir gerade schon bei den Pförtner sind, der Pförtner Liebeck, da ist die Frage, wie wird sichergestellt, dass Demutstrasse gegenüber den Appenzeller nicht bevorzugt wird. Also die Idee ist natürlich, wie wir gesagt haben, wenn wir mal die Leute, die auf die Dosieranlage Ionenwatt fahren, wenn die grün haben, ist das Ziel, dass die natürlich an den nächsten Knoten dann, also mindestens mal am ersten ganz sicher, ohne Stau vorbeikommen. Also sprich, wenn ich an der Ionenwatt vorbei losfahre, dass ich dann am ersten Knoten, der dann kommt, das ist eben die Demostrasse, kann ungehindert weiterfahren, dass ich eben ohne Behinderung ins Zentrum hineinkomme. Das bedeutet, dass man dort eine gewisse Koordination braucht. Und eine Koordination bedeutet immer, dass man gewisse Einschränkungen macht. Das heisst, es ist neu ein koordiniertes Gebiet, das dann von der Stadt unten rauf bis an die Ionenwatt geht. Wenn wir gerade schon bei den Koordinationen sind, auch da nochmal eine Frage. Wie ist die von der Stadt St. Gallen vorgesehene bauliche Umgestaltung an der Zürcher Strasse mit den Überlegungen angedenkt? Wie wird die Sanierung mit der gleichzeitigen Sanierung von der Stadtautobahn koordiniert und wird dann nicht zu zusätzlichen Problemen führen? Ja, wir hätten gerne die Baustelle natürlich schon abgeschlossen gehabt. Wenn es keine Einsprache gehabt hätte, dann wären wir jetzt schon fertig und müssten uns die Frage gar nicht stellen. Leider haben wir eine Einsprache oder mehrere Einsprachen gehabt. Die sind meines Wissens, glaube ich, jetzt die letzte zurückgezogen. Von dem her können wir jetzt die nächsten Schritte in die Wege schauen und müssen uns dann sicher überlegen,
inwieweit ist es möglich, um die Baustelle oder welche Phase von der Baustelle zu welchem Zeitpunkt machen, sodass es eben nicht großes Chaos gibt, aber trotzdem wir unsere Aufgabe, die Zürcher Strassengestaltung, wo auch Leute dran wohnen, die gerne profitieren davon, können umsetzen. Aber eben nochmal schade ist es, dass wir die Einsprache hatten, weil sonst hätten wir das Problem eigentlich gar nicht. Vielen Dank. Dann ist noch eine Frage reingekommen zu der Zürcher Strasse im Bereich Lerchenfeld bis Stahl. Wie ist die Strasse ins Verkehrsmanagement eingebunden? Pascal Hinder? Ich glaube, die Frage geht eher auch an Christian Hasler. Sie hängen auch fest jetzt gerade mit der Vorgängerfrage. Perfekt, gut. Dann gerne Christian Hasler. Ja, also entscheidend oder mit dem Gesamtkonzept gehabt. Und die Idee war vom Verkehrsmanagement, dass wir die Staustellen so machen, dass sie zum einen verkehrlich optimal liegen. Also das heisst, dass so viele Autos reingelassen werden, wie die nächsten Kreuzungen verschaffen können. Eben, dass man keine Grünzeiten verliert. Aber das andere ist auch noch, dass man sie natürlich dort anordnet, wo es für die Zeitung am verträglichsten ist. Und in dem angesprochenen Teil, Lerchenfeld bis Lachen, dort wissen Sie alle, haben wir sehr viel Siedlung. Also dort ist nicht ein Pförtner angedenkt. Also dort ist die Dosierung ist nicht an dem Ort, sondern es ist ein Ort, ganz mit der Folie von Pascal hat man es gesehen, wo die ungefähr angedenkt sind. Also eher Siedlungsrand. Vielen Dank. Dann sind noch Fragen aufgekommen über auch noch Massnahmen an den anderen Einfallstoren zu der Stadt St. Gallen. Geplant sind konkret Geiserwald und Wittenbach. Und wenn ja, welche? Ja, übernehme ich gern wieder. Es ist ja so, da bin ich vielleicht auch ein bisschen schnell gewesen. Sie sind auf meinen Folien angedeutet gewesen. Wir haben auch aufgrund von der Zeit darauf verzichtet, um alle Massnahmen zu zeigen. Wir haben im Bereich zwischen Heiligkreuz und Wittenbach haben wir auch eine sehr starke Achse mit sehr viel Verkehr, wo wir den Verkehr werden müssen managen. Dort läuft es daraus heraus, dass wir auch versuchen, mit Busspuren zu arbeiten und den Verkehr an den richtigen Ort aufzuhalten, beziehungsweise zu dosieren. Da ist es so, dass wir in der Erarbeitung von einer Vorstudie sind. Darum kann ich da noch nicht genau sagen, wie das denn das nachher im Detail aussieht. Aber auch da sind wir am Arbeiten. Von Abtwil her haben wir schon länger ein Projekt an der Geiserwaldstrasse in der Auflage. Das ist leider sehr lang verzögert worden mit Einsprachen. Da hoffen wir, dass wir das auch bald nachher in die Umsetzung geben können. Auch dort ist vorgesehen, dass man vor allem auch den ÖV versucht zu priorisieren und gleichzeitig auch mit den diversen Umstellungen in den Spuren den Verkehrsfluss und Ablauf zu verbessern. Ja, vielen Dank. Es ist noch eine Frage aufgekommen, so mit dem Blick Richtung Appenzellerland, ob auch für Herisau und Tiefen Detektoren angedenkt sind, um das grosse Verkehrsaufkommen können steuern, vor allem den Wochenende- oder Feierabendverkehr. Genau. Vielleicht geht der Urban Keller. Nein, da ist in der Art, wie jetzt da gefragt ist, ist da nicht angedenkt. Aber es ist natürlich so, dass der Verkehrsraum Herisau auch belastet ist. Tiefen wissen wir, dass es ein bisschen weniger ist. Tiefen hat eine Umfahrung und der Verkehr in Tiefen selber ist dann eher ausgemacht. Aber im Verkehrsraum Herisau würde ich jetzt da einfach vielleicht getrennt betrachten. Man sollte das nicht vermischen. Auch im Verkehrsraum Herisau sind wir dran, zum Lösungen suchen, schon länger. Aber Detektoren, nicht so wie in der Frage, sind nicht angedenkt. Das müsste vielleicht der Herr Wespi auch einmal auf dem schriftlichen Weg ein bisschen konkretisieren, wenn er meint, dass man vielleicht dann auch noch eine spezifischere Antwort könnte geben. Danke. Ja, jetzt hat es noch zwei Fragen im Chat, oder besser gesagt Aussagen. Einerseits noch, an der Rüthi-Strasse wird Gegenspur freigegeben. Ja, vielleicht da. Ich möchte da gerne drauf eingehen. Ich kenne die Situation sowohl in Rapperswil-Jona, wo der Michi Städtler das vergleicht, und die Adelie Beck. Es ist ja so, dass man dort in Rapperswil-Jona Gegenspur, also dort, wo man eigentlich den Gegenkommenverkehr hat,
zeitweise tut einen Bus freigeben. Das haben wir hier auch geprüft. Wir haben untersucht, kann man einen Bus quasi auf der Gegenfahrbahn an dem Stau vorbeifahren lassen. Wir sind aber da zum Schluss gekommen, dass das nicht möglich ist, aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich aus Verkehrssicherheitsgründen und weil wir gleich auch zwischendurch wieder eine Einfahrt haben, wo das Lichtsignal an der Stadtgrenze nicht gesehen hat, so dass er dann noch auf den Bus auffahren würde. Oder auch die Distanz sehr lang ist für langsamere Vehikel, wo dann noch der gleich 700 Meter lange Stauraum nicht rechtzeitig könntet, durchfahren. Und das würde heissen, wir müssten sehr, sehr lang rot machen. Das gibt riesige Rückstau in der Siedlung rein und darum haben wir darauf verzichtet. Ja, danke vielmals für die Beantwortung von diesen zwei Fragen in dem Fall. In dem Sinn sind wir soweit fast am Ende angekommen, falls jetzt keine Fragen mehr verbleiben würden. Wir machen doch noch schnell ein paar Sekunden Pause, falls gerade jemand noch am Eintippen ist. Würden wir dann sonst die Überleitung machen zum Marcel John mit dem Abschluss? Es sieht nicht so aus, als wären noch Fragen rum. Darum ja, würden wir das Schlusswort doch gerne an Marcel John übergeben. Ja, gerne. Ich nehme die Ehre gerne an und darf mich da das Schlusswort dürfen zu machen. Ich möchte allen recht herzlich danken für die Fragen und die interessanten Diskussionen, die wir jetzt dürfen führen. Und es ist auch allen, glaube ich, klar geworden, dass die Umsetzung von diesen Massnahmen dann spürbare Auswirkungen wird haben. Der eine oder die andere Autofahrerin würde sich dann fragen, wieso, dass man jetzt an bestimmten Stellen plötzlich steht und dafür ein anderer, wo man immer gestanden ist, dass plötzlich viel besser läuft oder gar kein Stau mehr ist. Das ist so, dass der Kanton St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden, Stadt St. Gallen und Tagwil St. Gallen-Bodensee darum auch sehr wichtig finden, genau wegen dem Punkt, die Bevölkerung zu informieren. Und das sicher spätestens, sobald die ersten Projekte sichtbar oder spürbar würden. Das ist auch etwas, was heute bereits schon angekündigt worden ist, dass Kommunikation dementsprechend muss aufgebaut werden. Das ist ein Teil, den wir jetzt heute gemacht haben, für eine ausgewählte oder für eine kleinere Gruppe. Da ist sicher noch angedacht, dass das viel breiter gestreut wird. Ich will auch nicht mehr länger werden jetzt. Ich denke, wir sind zwar ein bisschen zu früh gegenüber der Zeit, die wir geplant haben, aber es wird wahrscheinlich niemand verärgert sein, dass wir jetzt 10 Minuten früher fertig sind mit dieser Veranstaltung. Ich danke nochmal allen für die virtuelle Anwesenheit und dem Seminar und wünsche allen miteinander noch einen sehr schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Danke vielmals und auf Wiedersehen.